Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Just Play, dem Podcast-Format, wo wir solo oder mit mehreren über Games sprechen, die wir gerade zocken oder durchgespielt haben. Ich bin DK und ich stelle euch heute das Indie-Spiel To the Moon vor. Ja, To the Moon ist ein Indie-Spiel in, man kann sagen, eine Art Point-and-Click-Adventure mit einer Prise RPG. Dieses Spiel wurde von Freebird Games entwickelt und rausgebracht, wurde mit dem RPG-Maker gemacht und ja, dieses Spiel ist wie eine Art Super Nintendo-Spiel gehalten. In einer Art 16-Bit-Grafik, also da ist keine Stimme dabei, die euch etwas sagt oder so, sondern Textboxen, wie im alten JRPG oder alten RPG-Spielen. Ja, und das ganze Spiel verläuft so, man klickt zu der Stelle hin, wo die Figuren hinlaufen soll und man findet was. Und natürlich, diese Stärke dieses Spiels ist natürlich nicht das Klicken und das herausfinden, also das eigentliche Spiel lebt von seiner Story und seiner wunderbaren Musik. Und mit der verwobenen Dialogen kann man auch sagen, ein bisschen Witz ist auch drin. Und kommen wir ein bisschen, fahre ich mal grob über die Story, über worum es geht. Denn man schlüpft in die Rollen von Dr. Ava Rosalane und Dr. Nye Watts von der Sigmund Corporation. Die haben eine Technologie, wo man künstliche Erinnerungen erstellt und diese einpflanzt. Und diese Technologie wird natürlich, wenn man Inception kennt, man verändert eine Art Erinnerung, damit sie am Ende nachher so funktioniert, dass man denkt, okay, es ist wirklich passiert. Und diese wird natürlich beim Patienten, der Johnny heißt, und sein Traum, sein Wunsch, sein letzter Wunsch ist es, bevor er stirbt, zum Mond zu fliegen. Ja, und das ist halt der Plot dieser ganzen Geschichte. Wenn ich weiteres erzählen würde, würde ich das ganze Spiel spoilen, und das will ich ja nicht. Ich will es ja nur vorstellen. Man geht übrigens, man begibt sich dann auf die Reise in Johnnys gesamtes Leben rückwärts und man erlebt die ganzen Niederschläge, wie er sich zum ersten Mal verliebt und in der Schule. Und ich muss sagen, das spielt sehr mit euren Emotionen und es erzählt eine wunderbare, tolle, emotionale Geschichte. Und ich spreche es gern an, weil mich dieses Spiel begeistert hat, seit es announced wurde. Ich habe es gespielt und ich habe es für im Steam Sale für 2,99 jetzt bekommen mit dem Soundtrack. Man kann es, gibt es also übrigens auch bei Steam jetzt für 8 Euro, leider nicht mehr im Steam Sale. Und man kann sich das auch im Package holen mit dem Soundtrack für 12 Euro oder man holt sich nochmal einzeln für 5 Euro. Wo, ich sag mal so, wer auf Soundtrack steht und jedenfalls ist es ist jedenfalls wert, es ist ein wundervoller Soundtrack auf jeden Fall. Der Soundtrack trägt das ganze Spiel durch die ganzen Emotionen und wenn diese Texte kommen, schaffen sie eine Atmosphäre, die jedenfalls eine sehr tolle Stimmung aufbauen. Und ja, also das ganze Spiel, die böse Spielmechanik ist nur, wenn man... Es sind Puzzle-Rätsel, so eine Art Memory-Teile, die man zum Beispiel verschieben kann und die drehen sich rum und man muss daraus ein Gesamtbild ergeben, um damit weiterzukommen. Also großartige Rätsel oder Spielschwierigkeiten gibt es da nicht. Dieses Spiel ist so eine Art Genießerspiel. Man erlebt eine wunderbare Story, von dem Wunsch eines Mannes, der... Ja, wie soll ich sagen, wenn ich da was sage, dann spoilere ich schon. Auf jeden Fall
würde ich euch gern dieses kleine Indie-Spiel mal angucken. Es ist ja auf jeden Fall sein Geld wert. Man hat so um und bei, also ich habe 4,5 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen, und ich würde es echt gerne euch mal empfehlen. Schaut mal rein, ob es euers ist. Natürlich, wer auf jetzt was ganz anderes erwartet, also wer auf keine 16-Bit-Grafik sehen kann oder so, oder ne, oder keine Point-and-Clicks-Adventure mit RPG-Elementen mag, oder dann ist das nicht sein Ding. Aber für die 8 Euro muss ich sagen, ja, es ist ein wundervolles, emotionales Spiel. Also es ist ein sehr kleines, so ein kleines Spiel bringt so eine große Emotion, und ich muss sagen, ich bin vollauf begeistert. Ja, und damit wär's dann mit der ersten Folge von Just Play. Ja, es ist recht kurz, ich rede nur kurz über das Spiel, präsentiere es. Ein Nachfolger ist auch geplant, es soll irgendwas mit Paradise sein, aber es wurde noch nicht angekündigt. Auf jeden Fall, ich lege es euch sehr gerne am Herzen, und um euch nochmal, damit ihr euch nochmal ein Bild machen könnt, kommt am Ende nochmal ein Trailer. Ja, sonst würde ich sagen, tschüss, und wir sehen uns im nächsten Just Play. Achso, ja, natürlich. Kommentare und Vorschläge, wie, was ihr davon haltet, ja, ab in die Kommentarbox. Wir sind recht neu, und wir nehmen gern jeden Vorschlag gerne an. Okay, dann will ich euch nicht lange auf die Leine ziehen. Hier kommt jetzt der Trailer. Bis zur nächsten Folge. Cheerio!